Tag in 3 Wochen, ah, geht klar. Okay. Ehrenbodemonte hat es jetzt von den Toiletten bis in die Klassenzimmer geschafft. Deutschlehrerin. Was läuft, willkommen zum nächsten Video. Aber was er noch nicht geschafft hat, ist aufzuhören zu leben wie der größte Rentner. Du bist alt. Obi! Obi! Digga, er ist zwar ein Rentner, ne? Aber er hat im Casino einen Automaten laufen, einen zweiten Automaten auf Autospins. Bruder, der ist safe. Ich weiß nicht, wo der ist so weit entfernt. Und immer wenn Freispiele kommen, er hört das trotzdem. Der ist so weit entfernt, aber wenn Freispiele kommen, er hört das trotzdem und steht auf und geht dann rüber. Wie dein Krückstock. Ja, ich mach jetzt ein bisschen Gartenarbeit, guck mal hier. Digga, das ist mir auch noch nicht passiert. Ich bin losgefahren, hab in den Spiegel geguckt im Auto und hab gesehen, ich habe auch Shampoo im Haar. Einfach vergessen, das Shampoo rauszuwaschen. Alzheimer im Frühstadium, sagen die Ärzte, mit 42 Jahren. Scheiße, Mann. Vor einigen Monaten wurde bei ihm die Alzheimer-Krankheit diagnostiziert. So peinlich, die hat so Lachflasch gerade geschoben im Auto. Und mich als vergebene Person. Ach so. Liegt. So. Ach so. Als vergebene Person. Zwei Fliegen mit einer Knarre. Chat, könnt ihr bitte mit den Herzen. Digga, wie rot beide! Als wären die beide Kinder von Prinz Markus oder ist das ein Filter? Chat, könnt ihr bitte mit den Herzen aufhören, es ist ehrlich. Wer würde eher ungewollt. Das ist so gut! Das ist so gut! Ich schwöre, als ich das Video gesehen habe von Nico. Ich habe genau an diese Situation gedacht, weil ich habe dieses Video damals auch gesehen. Ich habe genau daran gedacht. Vater dann. Ja, also mein Name war Sascha. Warum Sascha? Wir sitzen hier alle im Raum und denken wahrscheinlich im ersten Moment, haha, es wird Lazo sein, weil Lazo irgendwo versehentlich am Rum. Da wird eine schwanger. Ich sag am besten einfach so raus, wie es ist. Ich werde Vater. Ja! Sorry, Bro. Sorry. Sorry, Bruder. Mit tiefstem Respekt. Sorry. RIP, alter Lifestyle, ich schwöre. Tut mir bitte eingefallen. Hört auf, bitte jeder Frau zu schreiben, die bei mir einmal im Livestream zu sehen war, ob sie die Mutter ist. Boah, chill's das mal. Muss ja so schlimm sein. Mal. Es ist unglaublich, wirklich. Es ist unglaublich. Elena hat mir gerade geschrieben, dass sie heute schon tausende Glückwunschnachrichten. Och nee. Bekommen hat. Nee, Digga. Es ist keine Delfin-Nummer. Guck mal, es gibt eine Sache, da kann man es doch geil auflösen. Keine Delfin-Nummer. Lösen danach. Aber in dem Fall, was sollte denn davon die Auflösung sein? Leute, das habe ich ja auch zu Tassos gesagt. Aber deswegen wird der Wichser auch nicht wetten. Ich werde auch kein Vater. Manchmal sollte man nicht alles glauben, was man hört. In Fachkreisen nennt man das auch den. Och Gott. Miguel Pablo. Geiles Projekt, Digga. Ich hab die Hosen an, du gehst jetzt. Alter, das war wirklich krass, die Hosen an, ehrlich. Mann, du gehst jetzt. Ich sag jetzt, geh einfach. Den Kick, okay, sorry, Chat. Hoho. Oh, wir haben keine Kuchen-TV-Jokes, bitte. Das ist auch für den Chat, das ist ganz unangenehm gerade. Das reicht jetzt. Oh mein Gott, Mann.
über sowas lache ich nicht. Kuchen TV ist auch Twitch-Partner und über sowas macht man sich nicht lustig. Was sagst du so, Mann? Ey, das ist dein Zuhälter-Steffi. Man lacht sein Chef nicht aus, Alter. Da werde ich ganz schnell zum Kuchen TV. Schon diese IC-Kuchen-TV-Jokes sind best. Nimm das mit Humor, bitte. Und Kuchen-TV, bitte kein Ansage-Video gegen mich machen, danke. Reagiere ich sowieso nicht drauf. Ey, ich hab jetzt eigentlich gar nicht so Bock darauf zu reagieren. Weiß ja ganz genau, dass Montana Black nicht auf dieses Video reagieren wird. Ich hab grad noch gesagt, bitte kein Ansage-Video gegen mich machen, aber ich reagiere sowieso nicht drauf. Rick ist Hoffnung im Beizhörner. Ja, also da kann man. Okay, kurz. Ich gebe euch jetzt ein Tipp. Digga, ich schwöre, dieser Mann gar keine Hemmungen, was Furzen und sowas angeht, ne? Mit. Und das ist nicht böse gemeint, Steffi. Frauen sind wie Hunde. Kannst du das ein bisschen erläutern? So, willkommen, du bist Kandidat. Gewinnen wir die Runde, bekommst du 100 Euro. Sag mal was. Junge. Nee. Diesen Clip habe ich aber auch öfter gesehen als meine Mutter die letzten Tage, ehrlich. Okay. Du sag mal, kennst du Trimax, den Streamer und YouTuber? Ja, aber ja, ich habe noch nie ein Video von ihm geguckt. Oh, noch nie? Wieso das denn nicht? Du bist genau die Zielgruppe. Er frontet ihn und seine kompletten Zuschauer. Keine Ahnung, ich hab nur gesehen, dass er fett ist. Ich dachte mir so, nee, Junge. Hä? Junge, wie frech. Was? Was heißt Walla? Deine Hose ist nass. Paul? Hugo hat die gleiche Frisur wie Manny von Ice Age. Ich schwöre 1 zu 1 aber auch. Einfach Rick. Einfach Rick. Seven vs. Wild Kandidat muss gerettet werden. Und dann merkte ich plötzlich, wie mir übel schwummrig wurde. Dann bin ich kurz immer zusammengesackt. Aber war die ganze Zeit bei Bewusstsein. Und seitdem ist mir richtig arschkalt. Okay. Und dann habe ich überlegt, rufst du jetzt an, rufst du jetzt nicht an. Weil das, Snickers? Ach, Digga, ich sterb hier fast, du machst Werbung für Snickers. Du bist nicht du, wenn... Hey, das ist auch kein Snickers. Ach, Digga, ich sterb hier fast, du machst Werbung. Das ist doch kein Snickers. Oder? Nein, Mann, das ist Tricks oder so. Fucking Sleeper, man. Verdammt. Fake Snickers? Das kann auch sein. Hunger für Snickers. Du bist nicht du, wenn du hungrig bist. Snickers und der Hunger ist gegessen. Ich habe ja sogar privat mit Jack gechillt bei mir und habe ihn so auf richtig korrekt, Digga, soll ich uns schön was zu essen machen? Und dann hat er gesagt, ja, klar. Und dann habe ich ein Nutella-Brot gemacht und habe ihn auf sein Nutella-Brot Achselhaar reingetan. Du Gottloser. Er kommt so in die Hölle. Oh mein Gott. Oh, wirklich, das ist bodenlos. Wirklich bodenlos. Drache chillig am Zocken. Doch dann. Sorry, Drache, aber ich sehe hier keinen im Chat, der bei dem Spiel so richtig mitfiebert. Ja, okay, weißt du was? Dann lassen wir es bis zum nächsten Stream. Dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Was? Ich bin einfach offline gegangen. New plant ever see you. Yo, no one talk, talk. What? Saufen. Morgens, mittags. Bist du besoffen? Abends, ich will saufen. Gut, Schatz, ich geh. Na, endlich. Gut.
Der Hahn muss laufen. Morgens, mittags, abends. Ich hab Hunger. Saufen. Morgens, mittags, abends. Ich will saufen. Liebe. Hier fühlst du dich stark. Aber wenn du allein bist auf der Couch mit mir, dann bist du kuscheln und schmuseln und umarmen. Gell, Jascha? Ja, was? Hat sie doch keinen Schatz. Und hier ist er richtig. Das ist aber safe, safe, safe. Das ist so ein Safe-Ding. Wirklich. Der Harte. So ist er nicht. So ist er nicht. Der ist ganz lieb. Der ist ein ganz, ganz weichen Kern. Der braucht einem ganz viel Liebe und ganz viel Kuscheln. Gell, Schatz? Ganz viel Streicheleien brauchst du, gell? Ja. Schließt immer auf den Brust ein, ja, gell? Mein kleiner Schwanz. Number lot to one car say, can I'm all the one number thought number laugh, eh? Hello one number SM and shit, so number cut the song number loud number D, so where yo, can I'm all the wave, oh, win them at the draw number. Hey, warte mal, warte, okay. Sina, danke für deine 6 Monate. So halb Lorik, so halb Tor. Chat, an alle, die fragen, warum kurz? Oh mein Gott. Ich habe einen Friseurtermin um 16.30 Uhr und danach komme ich wieder online. Ich chill noch ein bisschen mit Familie, aber dann, ich glaube, abends gibt es trotzdem ein Stream. Hallo? Ja? Jo, willst du mal auf mein Bike steigen? Hm. Okay. Ich zeig dir mal ein bisschen die Stadt, ja? Mhm. Wie heißt denn du? Jessica. Jessica? Ja. Wie alt bist du? 21. 21? Ja. Ja. Yeah. Und wie lange bist du hier schon? Ich bin hier 3 Tage, aber meine Schwester war schon lange hier. Wenn du weißt, wie ich meine. Ich weiß, wie du meinst. Ja. Hättest du Lust auf ein kleines Dinner, ein kleines Date? Hm. Ich, ja. Ich zeig dir mal mein Lieblingsladen. Komm mal mit. Da. So, warte, wir müssen hier absteigen. Das ist mein Privatparkplatz. So, einmal mitkommen. So, absteigen. So, komm mit. Warte, du musst kurz stehen bleiben. Du musst dir kurz das zustecken. Mhm. Muss ich umdrehen. Damit ich dir was zustecken kann. Handy. Warte kurz. Can you stop? Soll ich offen oder zu? So, warte. Komm mit, ich zeig dir erstmal den Laden. Oh, stimmt. Ich hab mein Motorrad noch nicht abgeschlossen. Alles gut. Komm mit. So, wie geht's dir so? Gut eigentlich. Ja. Aber ich hab grad ein bisschen Angst. Warum Angst? Du brauchst doch keine Angst haben, komm mit. Ja, hier ist doch die Bank und kein Restaurant. Ja, aber komm mal mit. Ich zeig dir, ich hab die Bank gehört mir. Oh. So, und jetzt hältst du deine Fresse, verdammt, hast du mich verstanden? Ob du mich verstanden hast? Ja. Ja, sehr gut. Ach, Schmutz! Es wurde bereits ein Raub begangen. Ein Grund, warum dir nicht in den Kopf zu schießen, Keine Ahnung. Ist ein guter Grund, Alter. Ja, keine Ahnung. Bester Mann Kost. Einfach, bitte nicht. Einfach bitte nicht. Ja. Bruder, eigentlich aus Prinzip muss ich sie jetzt töten. Das war alles nur ein Prank. Das war alles nur ein Prank. Ich hab dich geprankt. Komm, lass jetzt zum Laden.
Kannst du mich bitte zum Würfelpark bringen? Ja, ja, ich bringe uns zum Laden. Ja, aber zum Würfelpark. Ja, ja, da ist auch ein Laden. Ja, aber ja. Oh. Vertrau mir, ich bin ein guter Motorradfahrer, Mann. Bei mir fühlst du dich sicher, verdammt. Okay. Viele wissen das nicht, aber ich habe hier auch so Straßenrennen gewonnen mit meinem Motorrad. Ja, das Motorrad ist auch sehr schnell. Ja, ja. Wie heißt du denn? Jessica. Ah ja, stimmt, Jessica. Ja. So, Matthias, ich wünsche dir noch einen schönen Tag, gell? Ja? Alright. Ich bin Jessica. Zehner, wenn das eine Jessica war, Digga. Dicker, also wirklich dicker Zehner. Hey, warum kann man kein Dix rausmachen? Warum kann man keinen Raub machen gerade? Ich muss Geld verdienen irgendwie. Dein Overlay von den Substicks ist nicht drauf. Ah! Stimmt! Digga, als wenn es. Hä? Der einzige, den es auffällt, oder was? Oha! Oha, Digga, du hast ja so richtig Mühe gegeben mit diesem Ding und so. Soll ich das oben links hinpacken? Nee. Aber mit diesem Eis und sowas, das sieht geil aus. Ich könnte das eigentlich hier hinpacken, oder? Unter Cam, sagt ihr? Warte mal. Digga, Ben der 6pm, danke dir für deine, danke dir für deine 5 Gifte, Bro. Ach nee, das sieht komisch aus. 4 Monate schon, Cousin, was? Danke dir für deine 4, Cousin. Cousin, was? Das ist einfach da, wo es war. Aber guck mal, diese Eiszapfen sehen geil aus. Eigentlich könnte ich das oben links hinpacken. Über Cam ist vielleicht sogar auch ein guter Call. Aber dann gucken diese Zapfen in meine Cam rein. Aber vielleicht sieht das cool aus. Warte mal. Ich mach den Test. Oha, oha! Ah doch, das sieht... Was sagt ihr? Ey, Fettfinger. Digga, warte mal. Die ganzen Subs, Jungs. Ich danke euch, warte kurz. So. So ist gut. Luca, danke dir für deine 10 Gifte. Ich küsse doch dein Herz. Heute, heute wird Weihnachten bei mir Dinges gespielt. Danke dir auch, Ben der 6pm, für deine 5 Gifte. Cam höher? Ey, Mann! So oder was? So ist gut. Meckern auf hohem Niveau, ich merke schon, ehrlich. Ey, ich wollte die ganzen Tage wieder Ome TV aufnehmen, aber das Problem ist, Chat, das große Problem ist, was ist denn das große Problem? Achso, meine Cam. Das ist das große Problem. Ah, warte mal, ich sehe hier sogar Cap.
Mehmet Yıldırım. Oha. Nein, ist das Ali? Nein. Bruder, also wenn der nicht am Blackjack zu spielen ist, dann weiß ich auch nicht. Also wenn ich jetzt dahin fahre und Ali ist am Blackjack spielen, dann ist wirklich... Dann weiß ich auch nicht mehr. Das ist nicht Ali-Chat. Hallo. Ja. Was geht? Ich will... Hab mich so gefreut, Digga. Ich war hier nur kurz. Bisschen ja, schauen, was hier geht. Okay, schon Tag dir doch. Ja, viel Spaß. Digga, Chat. Ich hab mich so gefreut. Ben, der 6pm, dankt dir wieder für deine 5 Gifte. Ben, heute Weihnachtsbaum, Alter. Wir sind alles Perfektionisten wegen deiner Chem-XD. Kuss und schöne Weihnachten, Digga. Danke dir für deine 3. Ja, tanken, scheiß. Frohe Weihnachten an alle. Können wir mal eine Abstimmung machen, wer Weihnachten feiert und wer nicht? Das würde mich gerne interessieren. Play better, you fucking noob kid. Mod! Ja, nice. Okay. Also, ihr sollt kein Einzel-Chat schreiben. Eigentlich war das so gemeint, dass ein Mod eine Dings macht, eine Abstimmung. Da, genau, da ist eine Abstimmung. Feiert ihr Weihnachten oder nicht? Ja oder nein? Ich zum Beispiel nicht. Junge! Ich geh mal zur Polizei und frag mal, wann der letzte Rauch gestartet wurde. Digga, hallo! Juckt mein Auge oder? Hallo? Hallo? Okay. So, hier sind die Cops. Bist ja broke as fuck, ja. Das ist der Grund, warum ich einen Raub starten will. Oh. Fucking sleeper, man. Kussige. Hä?
Hä? Warum ist hier keiner? Ach, sind die umgezogen wieder? Nee, oder? Digga, hier... Warum krieg ich denn nichts mit hier, Alter? Wie war es? Es ist wieder. Es ist wieder, ich schwör's euch. Cracky. Und ich hab den seht hier, dass man. Ich entfolge mal, weil Schmutzkanal und sowas. Ihr geht hier. Ah, ich muss die Cam hochmachen. Ihr geht hier einfach auf Folgen. So. Und hier könnt ihr dann eine Benachrichtigung aktivieren oder deaktivieren. Das geht kostenlos. Und. You fucking do a list and go in. Ah, hab ich mein Prime? Hab ich mein Prime? Prime-Sub nutzen. Aha, guck mal, hier geht das. Abo verlängern und ich kann mein Prime-Sub nutzen. Und dann gehe ich hier rauf und benutze mein Prime-Sub.